Nee, du, wirklich, es kann nur eine Lösung geben. Ich sag's dir. Ich hab's gefunden. Ich hab's rausgefunden. Es ist so klar. Primoz Roglic gewinnt die Tour de France 2024. Ich weiß, es klingt wie eine eindeutige Verschwörungstheorie, aber wir sagen dir, warum Primoz Roglic vielleicht in der Lage ist, die Tour de France 2024 zu gewinnen. Aber wer ist denn dein Favorit für die Tour 24? Schreibt uns doch in die Kommentare und abonniert den Kanal für einen der weiteren Videos der Tour de France Rennserie. Wir werden wieder Analysen anstellen, wir werden schauen, was die Fahrer performen, was das bedeutet, welche VO2 Max und welche VO2 Max dahinter stecken könnte, welche Schwellenwerte und Fatmax-Werte die Fahrer mitbringen zur Tour de France. Und ich werde selber noch mal ein bisschen vor Ort sein, mir das Ganze anschauen. Das heißt, noch mal exklusive Vor-Ort-Inhalte erstellen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt dem Video doch ein Like und empfehlt es euren Freunden. Na gut, ich gebe zu, vielleicht mit einigen Wenn und Abers. Allerdings muss man sagen, hat Primoz Roglic dieses Jahr schon kurz vor Tour de France gezeigt, dass er enorme Leistungsfähigkeit imstande ist zu erbringen. Denn Primoz Roglic gewinnt die Dauphiné 2024. Die Dauphiné ist quasi das Testrennen für alle Fahrer, die die Tour de France gewinnen wollen. Dazu ein paar Statistiken. 2013 gewinnt Chris Froome die Dauphiné und darauf die Tour de France. 2014 gewinnt Chris Froome nicht die Dauphiné und gewinnt auch nicht die Tour de France. 2015 gewinnt er die Dauphiné und gewinnt die Tour de France. 2018 gewinnt Geraint Thomas die Dauphiné und auch die Tour de France. Und 2023 gewinnt Jonas Vingegaard die Dauphiné und auch die Tour de France. 2024 gewinnt Primoz Roglic die Dauphiné und vielleicht auch die Tour de France. Okay, neben all der Statistik, die uns natürlich selber nicht viel aussagt, schauen wir noch einmal auf die Performance von Primoz Roglic bei der Dauphiné. Und zwar performt Primoz Roglic bei der Etappe 6 der Dauphiné am Collet d'Allevard eine Performance, die unser Versprechen nicht ganz so albern aussehen lässt. Primoz Roglic fuhr den Anstieg in 31 Minuten 38 Sekunden. Die 11,23 Kilometer mit 8,5% Steigung und 21,3 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit mit einer Leistung von 6,45 Watt pro Kilo und war damit dann tagesstärkster. Wir sehen nochmal Ciccone, Werte auch 6,44 Watt pro Kilo und auch Laurens de Plus mit 6,4 Watt pro Kilo. Sehr, sehr starke Performance. Doch Primoz Roglic performt an diesem Tag am besten. Wie ist diese Leistung einzuordnen? Wir reden ja immer wieder von den Performances von Tadej Pogacar beim Giro, wie dominant er wirkte. Und wenn wir einmal auf die Parameter schauen, auf die Performance-Parameter schauen, dann fällt auf, dass Tadej Pogacar auf 27 Minuten am Passo Bocon, wir erinnern uns, sehr kalte, nasse Etappe, 6,07 Watt pro Kilo performte auf eine Zeit von 27 Minuten. Ebenfalls hatten wir Performances von 6,17 Watt pro Kilo auf 36 Minuten. Ebenfalls hatten wir Performances von 6,17 Watt pro Kilo auf 36 Minuten von Pogacar. Klar, 5 Minuten länger als die Performance von Roglic, allerdings auch 0,3 Watt pro Kilo, deutlich weniger, was schon eine Menge ist. Wenn wir uns mal die Zeiträume aussuchen, wo Pogacar ähnlich gefahren ist in diesem Jahr, dann kommen wir einmal auf den Vuelta 2000, wo der die Katalonien-Rundfahrt sehr überlegen gewann. Dann waren wir bei 6,23 Watt pro Kilo auf 31 Minuten. Also immer noch 0,2 Watt pro Kilo hinter der Performance von Primoz Roglic. Wir sehen also, Roglic performt einer der besten Werte 2024 am Anstieg, wenn wir seine Leistungsklasse weiter extrapolieren und mal ein bisschen in kürzere Timetrails schauen, sehen wir nur Jonas Vingegaards Performance bei Tirreno Adriatico, wo er mit 6,68 und 6,64 auf 27 Minuten dem Slowenen überlegen war. Oder auch die Performance von Tadej Pogacar an längeren Anstiegen, wie dem Monte Grappa mit 6,19 Watt pro Kilo auf 51 Minuten. Okay, da muss man sagen, das ist noch deutlich besser. Ja klar, mir ist bewusst, dass Roglic am nächsten Tag einiges an Zeit verloren hatte und die Dauphiné auch wirklich nur knapp gewonnen hat. Das stimmt schon. Wenn er aber imstande ist, eine gewisse Fatigue Resistance jetzt nun weiter auszubauen und die Dauphiné vielleicht nur ein Trainingsstep hin zu Tour de France ist, dann kann es schon sein, dass er zu einem der ärgsten Konkurrenten zählt. Lass uns mal auf die Statistiken schauen. Ist Primoz Roglic eigentlich in der Lage, sich die Tour de France zu schnappen? Kann er eine 3-Wochen-Rundfahrt gewinnen? Gut, offensichtlich kann er eine 3-Wochen-Rundfahrt erfolgreich bestehen. Er hat dreimal die Vuelta a España gewonnen im Jahr 19, 20 und 21. Auch den Giro 23 hat er erfolgreich absolviert, indem er Geraint Thomas noch auf der letzten Etappe im Zeitfahren das Trikot abnahm. Was wiederum widerspiegelt, dass er auch imstande ist, an der letzten Etappe, also auch am letzten Wochenende zu performen. Und die diesjährige Tour de France basiert darauf, dass du in den letzten 3 Tagen funktionierst. Wir erinnern uns auch nochmal an die Tour de France 2021, wo Primoz Roglic in der letzten Etappe erst sein gelbes Trikot gegen Tadej Pogacar verlor, aber auch wirklich, weil Tadej Pogacar ein immenses Zeitfahren gefahren ist und vielleicht das auch nicht wirklich widerspiegelt, was es vielleicht bräuchte, um eine Tour de France über die 3 Wochen gesamt zu gewinnen. Blicken wir auf seine Tour de France Bilanzen in den letzten Jahren, sehen wir einmal, im Jahr 23 ist er nicht gefahren, da hat er den Giro als Fokus gesetzt, was ziemlich erfolgreich lief, da hat er den Giro gewonnen. Dann im Jahr 22 ist er bei der Etappe 15 gar nicht mehr gestartet, aufgrund eines Sturz und der Leistungsminderung, die er dadurch erlitt. Man muss auch sagen, er war völlig im Helferdienst von Jonas Vingegaard aktiv. Wir wissen nicht so ganz, was er vielleicht als Einzel-GC-Fahrer absolviert hätte. Im Jahr 21 ist er auch aufgrund eines Sturzes ausgestiegen. Bei der Etappe 9 war ebenfalls bei Visma als Helfer eingesetzt.
im Jahr 2020 trug er 11 Tage lang das gelbe Trikot bis zur vorletzten Etappe, als ihn Tadej Pogacar im letzten Zeitfahren abnahm. Auch da so knapp vor dem Tour de France. Und 2018 zeigt er mit dem 4. Platz bei der Gesamtwertung, dass er auch in seiner zweiten Ausgabe der Tour de France imstande ist, beinahe das Podium zu erreichen. Das heißt, statistisch muss man ihn schon einmal zum erweiterten Siegerkreis dazuzählen, denn seit 2019, wenn Primoz Roglic als einziger Kapitän einer 3-Wochen-Rundfahrt gelistet wurde und nicht durch einen Sturzausfall in der Rundfahrt aufgeben musste, hat er jedes Mal ein Podium geholt. Einmal wurde er sogar Zweiter bei der Tour de France. Davon gab es 3 Vuelta-Siege und 1 Giro-Sieg. Hinzu kommt einmal die sehr gute Performance von Primoz Roglic, die er aktuell bei Dauphiné gezeigt hatte, und dass Jonas Vingegaard, ehemaliger Teamkollege von Roglic, zweifacher Sieger der Tour de France der letzten beiden Austragungen, nach einem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt noch nicht ganz sicher ist, ob er wirklich bei der Tour starten kann und selbst wenn er starten kann, in welcher Form er sich aktuell gerade befindet. Selbst wenn er mit Topform in die Tour de France startet, ob er ermüdungsresistent genug ist, um in der 3. Woche zu performen, da wo die großen Zeitunterschiede vermutlich gemacht werden. Also fassen wir doch einmal zusammen. Roglic hat eine sehr gute Performance bei der Dauphiné gezeigt. Statistisch gesehen hat er in den letzten 5 Jahren sehr erfolgreich Grand Tours beenden können, vor allem wenn er als einziger Kapitän im Team fungierte. Jonas Vingegaard, der zweifache Sieger der letzten beiden Jahre, ist immer noch unklar, ob er starten wird oder fit genug ist. Tadej Pogacar versucht das Double aus Giro und Tour. Vielleicht ist es zu viel, wir wissen es nicht. Es kann sein, dass er in der 2., 3. Woche Probleme bekommt aus der Belastung des Giro Italias. Remco Evenepoel ist ebenfalls in der Baskenland-Rundfahrt gestürzt und zeigt auch bei Dauphiné gerade nicht die Performance, die es bräuchte, um bei der Tour de France über 3 Wochen bestehen zu können. Bei Team Ineos scheint die Rolle des Kapitäns noch ein bisschen unklar zu sein. Geraint Thomas kommt aus einem sehr harten Giro. Thomas Pidcock ist noch unklar, ob er wirklich 3 Wochen lang bestehen kann. Egan Bernal sagt von sich selbst, er sei nach dem Sturz so gut wie noch nie, hat in den letzten Monaten und Jahren noch nicht zeigen können, dass er bei einem Rennen gerade sehr erfolgreich unterwegs ist. Und der Spanier Carlos Rodriguez ist einer der Fahrer, der mit seinen 23 Jahren vielleicht auch die Rolle des Leaders übernehmen könnte bei einer 3-Wochen-Rundfahrt. Aber noch ist ganz unklar, ob er imstande ist, eine Performance über die 3 Wochen hinweg zu bestehen und eine Leaderrolle anzunehmen. Das bedeutet, Primoz Roglic könnte vielleicht wirklich die Tour de France gewinnen. Es gibt ein paar Wenn und Abers, die erst erfüllt werden müssten. Wenn Tadej Pogacar die Belastung aus Giro und Tour zu viel wird, wenn Vingegaard vielleicht nicht ganz in Topform ist oder nicht startet, wenn Remco Evenepoel nicht auf einmal eine Top-Shape findet, wenn Ineos nicht auf einmal ihren Leader findet und wenn Primoz Roglic nicht stürzt, könnte es sein, dass Roglic unser Favorit für die Tour de France 24 ist. Bis bald, eure Science Crew.